Hallo Freunde des gepflegten Trendhandels. Ich finde, es ist mal wieder Zeit, über Gold und Bitcoin zu reden. Zuvor habe ich mir übrigens ein Video angeschaut. Und zwar war dort Markus Krall und Max Otte im Interview und sie redeten so ein bisschen über ja, die allgemeinen Finanzmärkte. Und was soll ich euch sagen? Ich dachte irgendwie während des Gesprächs, habe ich irgendwas verpasst? Ich hörte eine wie soll ich sagen, eine Krisensituation mit Absturz der Märkte und befinden uns im freien Fall. Ich gucke dann nochmal schnell auf den S&P, ob ich irgendwas verpasst habe. Nee, der ist fast am Höhepunkt, fast auf dem Allzeithoch. Also irgendwie scheint mir da irgendjemand sieht was Falsches. Ich will nicht sagen, dass alles gut ist in Deutschland oder in Europa oder sonst wie oder auf der Welt, aber jetzt eine Krisenstimmung an den Finanzmärkten herbeizureden, das ist Quatsch. So, und deshalb dachte ich mir, guck ich doch einfach mal auf Gold und Bitcoin. Ist so ein bisschen immer, ich sag mal, so ein Stimmungsmesser. Ja, gehen die Leute dort hinein und wollen sie sicheres Gold haben oder einen sicheren Bitcoin haben oder wollen sie es nicht? So, und was sehe ich mir jetzt hier an? Einen Goldchart, nämlich einen Gold-ETF. Der ist nämlich ein bisschen technisch ein bisschen präziser als der typische Gold-Future. Und wir sehen hier meine bekannte Volumen-Preis-Analyse. Jedes einzelne Symbol ist unterhalb des Barcharts ist ein bullischer Impuls und oben drüber hier zum Beispiel wäre jetzt ein bärischer Impuls. So, wir sehen hier einen schönen eigentlich bullischen Keil, ja, und der lief eben verdammt lange. So, und wir haben an dieser Stelle ein wunderbares Kaufsignal gehabt, nämlich diese Trendlinie hier wurde durchstoßen und jetzt hätte der Zug, die Post hätte jetzt abgehen müssen, ja, und zwar richtig nach oben. Was ist passiert? Gar nichts. Ja, der Markt ist wieder in sich zusammengefallen und das ist für mich immer. Also, wenn es eindeutige technische Signale gibt, ja, wo die Massenpsychologie sagt, ja, jetzt müssen wir unbedingt rein und kaufen und dann passiert nichts. Oder andersrum, ja, wenn der Markt sagt, verkaufen und es geht in die andere Richtung, dann ist das wiederum ein sehr starkes bullisches Zeichen. So, und der Markt ist jetzt hier wieder sozusagen in den Keil, in den Formationskeil hineingelaufen. Und ja, das ist eigentlich, der Goldchart ist eigentlich in einer neutralen Position. Ja, die Konsolidierungsphase hier seit Mitte 2020 dauerte schon viel zu lange. Na, das ist hier, steht nicht mehr, momentan die Kurse, die jetzt hier laufen, stehen nicht mehr im Zusammenhang mit dem langen Aufwärtstrend von damals. Ja, wir sehen hier an der Außenseite das Volumenprofil und wir sind jetzt hier genau auf der Spitze. Das heißt, der Kurs fühlt sich hier bei. Gut, hier sind es jetzt US-Dollar, 167 US-Dollar bei dem ETF und der fühlt sich an dieser Stelle total wohl. Ja, er hat weder Lust nach oben oder Lust nach unten. Das ist, man muss es mal sagen, Gold ist momentan in einer absolut neutralen Phase. Es lohnt sich nicht, weder long noch short zu gehen. Schauen wir uns einfach mal den OBV-Volumentrend an. Und gleich auffällig ist, dass hier der Markt eigentlich hier in so einer leicht steigenden Phase wäre. Ja? Also das Volumen zeigt leicht nach oben. Das bedeutet, wir haben hier eine kleine Tendenz, also eine kleine Wahrscheinlichkeit zur bullischen Seite, dass also der Markt eher nach oben geht als nach unten. Ja? Dem gegenüber steht leider ein ganz schwacher Moneyflow-Indikator. Ja, wir haben hier die 50er Mittellinie, die ist nämlich hier diese grau-blaue dicke Linie. So, und der Indikator bewegt sich weitgehend im unteren Bereich. Ja, das bedeutet, da wird eher mal draufgehauen. Ja, also das bedeutet, wenn höheres Volumen in den Markt kommt, dann ist es eher negativ. Ja, und das ist natürlich, sage ich jetzt mal, auch ein eher schlechtes Zeichen. Vielleicht ist es so, dass dann die Notenbanken mal draufhauen und dementsprechend immer dann, wenn ein schönes bullisches Signal kommt, weil ja letztendlich Gold immer so ein bisschen
eine Konkurrenzwährung wäre zur einheimischen Währung. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Gab es ja schon mal etliche Vorfälle in diesem Bereich und ich kann hier nur sagen, der Money Flow gefällt mir gar nicht, auch wenn er jetzt wieder an dieser Stelle in einer neutralen Phase angekommen ist. Dazu gucke ich mir ganz gerne mal den Intraday Intensity an und er zeigt uns, ob die großen Marktteilnehmer entsprechend kaufen oder verkaufen. Und auch hier möchte ich eher von einer neutralen Situation ausgehen. Wir hatten hier auch wieder ein Durchkreuzen der Nulllinie und das hätte eigentlich den bullischen Impuls auslösen müssen. Auch hier ist der Markt wieder, also der Indikator wieder zurückgefallen. Ich würde das Ganze hier als Pendelbewegung sehen, die einfach nur schwach ist. Ich kann momentan nicht Gold empfehlen. Ich muss es mal so sagen. Und das widerspricht natürlich ja so einen Markus Krall oder auch einen Max Otte, die dann eher von unglaublichen Krisenszenarien ausgehen. Aufwärtsbewegung und dazu eine zweite Aufwärtsbewegung, die dann aber am Top zusammengebrochen ist. Habe ich mir schon fast gedacht, und zwar deswegen, schaut euch mal den Volumentrend hier an, den OBV, und da hat nämlich hier das Volumen zeigt, es will nicht nach oben. Also es ist, hier sind wenige Käufer gewesen, die den Markt nach oben schießen könnten. Und dementsprechend war es eigentlich schon fast klar, dass bei ungefähr 65.000 ein vorläufiges Top kommt und der Markt entsprechend runterfällt. Ich habe jetzt hier eine Pitchfork eingezeichnet und die Pitchfork ist ein bisschen immer auch ein Indikator für den weiteren Verlauf, weil nämlich diese mittlere Linie mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, nämlich mit 80%, wieder berührt wird in der nächsten Bewegung. Das heißt, wir sind noch nicht in einem Bereich, wo wir sagen können, wir sollten jetzt den Bitcoin kaufen. Erst sollte die Linie hier entsprechend berührt werden. Das mag auch nur ganz kurz sein, das reicht dann aus. So, und dann könnte der Markt hier entsprechend nach oben marschieren. Ja, das sollte man irgendwie im Kopf haben. Sobald nämlich der Markt hier runter will, und ich denke mal, vielleicht müssen wir nochmal die 40.000er sehen hier, oder vielleicht noch einen Tick drunter. Keine Ahnung, ich weiß es natürlich auch nicht. Und dann sollte eigentlich der Markt hier entsprechend wieder anmarschieren, hochgehen und ja, den Bitcoin-Freunden dann ein bisschen Mut machen. Und vielleicht kann er dann über die 65.000 auch hinausgehen. So, unten drunter sehen wir natürlich hier wieder den Moneyflow-Indikator. Auch hier sehe ich eher einen bullischen Verlauf. Ja, wir haben hier eine Phase, wo wir sagen könnten, ja, es wäre jetzt schon an der Zeit, mal vorsichtig mal einzusteigen. Ja, vielleicht mit kleinen Positionen. Aber wie gesagt, normalerweise müsste eigentlich diese Pitchfork hier nochmal berührt werden. Und dann heißt es eigentlich, dass der Markt nochmal runter muss. Ja, der Intraday Intensity, hier sieht man fast alles immer über der Nulllinie und das bedeutet, große Orders sind meistens bullish. Und das ist auch wieder ein gutes Zeichen, auch wenn wir jetzt gerade an so einer Nullphase herangekommen sind und dementsprechend der Markt ja eher jetzt mal von den Großen neutral betrachtet wird. So, vergleichen wir nochmal Goldchart zu Bitcoin, dann muss ich leider sagen, ich bin ja eher ein bisschen Goldfan als Bitcoin-Fan. Ja, ich muss aber objektiv sagen, der Bitcoin sieht technisch besser aus, auch wenn er momentan noch nicht in einer Ausgangssituation wäre, wo ich selbst einsteigen würde. Ja, also einsteigen würde ich eher, wenn er die mittlere Linie hier berührt und dann entsprechend die anderen Indikatoren passend dazu sind. Oder wenn er tatsächlich hier nach oben marschiert und dann die 60.000 bzw. die obere Trendlinie der Pitchfork eben durchschreitet und nach oben will. Weil wenn er jetzt nämlich nach oben geht, dann könnte es nämlich ein richtig schönes Kursfeuerwerk werden. Und damit rechne ich eigentlich schon ab ja, Januar, Februar. Ja, müssen wir mal gucken und hängt natürlich immer wieder auch davon ab, wie sich momentan die ganze Geschichte mit der Corona-Situation entwickelt. Wenn die Leute da nochmal Panik bekommen
und auf die ängstlichen Politiker hören, dann kann es natürlich sein, dass entsprechend Bitcoin noch mehr gesucht wird und dass dann hier der Markt eben nach oben geht. Ne? Man darf ja nicht vergessen, dass man immer so ein bisschen die Situation kritisch wird, wenn eben halt die entsprechenden Maßnahmen durchgezogen werden, dass also die Leute nicht mehr auf die Straße gehen können, dass also völliges Absperren kommt und dementsprechend die Wirtschaft in die Knie geht. Ja, und wie wird dann natürlich logischerweise die Rettung aussehen? Es wird wieder neues Geld gedruckt. Das bedeutet neue Inflation. Ja, das bedeutet auch dann viel Geld für die Finanzmärkte. Und ja, dann ist vielleicht der Bitcoin bereit, um nach oben zu gehen und eben entsprechend neue Allzeithochs zu bilden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann unbedingt mal den Kanal abonnieren. Ja, dazu noch die graue Glocke drücken. Dann seid ihr auf jeden Fall mit dabei, wenn es ein neues Video gibt. So, ansonsten wünsche ich euch schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Euer Christian.